Diese Männer spüren eine Distanz zu der Gesellschaft, in der sie leben. Sie wissen nicht, wo sie hingehören. Sie gehen zwar zur Universität, nehmen dort ihre Kurse, aber zu der deutschen Gesellschaft gehören sie nicht. In dem Moment, wo du nicht in deiner eigenen Umwelt lebst, was zieht dich zu anderen Menschen hin? Das ist nur die Religion. Ein Pakistani, ein Afghane, ein Marokkaner und ein Chinese. Was ist die Verbindung zwischen ihnen? Das ist nur die Religion. Sie treffen sich in der Moschee, sie sprechen über Religion, dann ist es natürlich einfach, sich einer Gruppe anzuschließen. Das ist zu Hause nicht so einfach. Da ist es nichts Besonderes, religiös oder ein Muslim zu sein. Aber in dieser fremden Umgebung, da ist es etwas Besonderes, dass du ein Muslim bist. Und gleichzeitig behandeln dich die Leute um dich herum wie ein Muslim, obwohl du die Religion vielleicht gar nicht ernsthaft praktiziert hast. Das gibt jedem Detail deines Lebens Bedeutung. Du wachst morgens früh auf, um das Morgengebet nicht zu verpassen. Nach diesem Gebet liest du vielleicht ein wenig. Alles ist durchgeplant. Es gibt keinen Moment, in dem du nicht weißt, was du zu tun hast. Das gibt dir das intensive Gefühl, ein erfülltes, ein sinnvolles Leben zu führen. In der Moschee sind die Sie gehören nicht in die Heimat, aber gleichzeitig gehören sie auch nicht hierher. Den europäischen Gesellschaften ist es von Anfang an nicht gelungen, diese Menschen zu integrieren. Sie wurden zwar toleriert, aber toleriert als Minderheiten, als die anderen. Du hast das intensive Gefühl, zu etwas dazuzugehören. Du hast das Gefühl, dass du etwas sehr Wichtiges machst. Also du bist nicht wichtig, weil du einen Job oder so hast. Du bist wichtig, weil du einer der Soldaten Allahs bist. Was könnte gewaltiger als das sein? Wenn das stimmt, warum versteckt sich dann Bin Laden mit seiner kleinen Gruppe? Wenn der Tod so lieb ist, warum ist er das nur für die anderen und nicht für die Anführer? Ich habe in meinen Klassen in Ägypten mit sehr, sehr fundamentalistischen Schülern zu tun gehabt. Fundamentalisten, keine Terroristen. Ich habe ihnen zugehört und Fragen gestellt. Wenn sie dann versuchen, meine Frage richtig zu verstehen, dann bemerken sie manchmal einen Widerspruch bei sich. Ich denke, es ist völlig falsch, von oben herab zu ihnen zu predigen. Diese Menschen sind absolut von ihrem Glauben überzeugt. In dem Moment, in dem sie das Gefühl bekommen, dass ihr Gegenüber gegen sie arbeitet, ist dieser Mensch für sie ein Frevler.